Unmukha-Pitasana, der nach oben schauende Thronsitz. Drei verschiedene Stellungen. Variation 1, die Brücke. Beuge auf dem Rücken liegen, gib die Fußsohlen auf den Boden bei gebeugten Knien, hebe das Becken hoch. Setu Bandhasana wird auch bezeichnet als Unmukha-Pitasana. Unmukha-Pitasana Nummer 2. Komme zum Vierfüßlerstand. Knie auf den Boden, Hände auf den Boden. Dann halte das Becken an der Stelle, wo es ist, und senke die Ellbogen auf den Boden. Gib die Ellbogen dahin, wo vorher die Hände waren, also weit genug nach vorne. Schaue jetzt nach oben. Auch hier eine Thronstellung. Jemand könnte sich jetzt auf deinen Rücken setzen und du schaust nach oben zum Himmel. Unmukha-Pitasana. Dritte Variation. Hebe das Becken hoch und schaue jetzt nach vorne und oben. Auch diese gilt als Unmukha-Pitasana, eine Stellung, die auch die Kraft der Schultern und der Oberarme entwickelt und eine gute Stellung ist für die Flexibilität des oberen Rückens.